Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare 2. Und ja, gestern sind ja die Server stillgelegt worden, oder vorgestern, was es war. Vorgestern war es genau. Und es gibt einen neuen, ein neues Update. Und zwar Zoff in Zombopolis Teil 1 ist da. Giftzitronen führt die Eliteeinheit der Pflanzen an, mit dem Auftrag, Zombots Ultra Zombot 6000 Fabrik zu zerstören und ihren Wächter, den knusprigen Chaoten Frühstück Brains ins Jenseits zu befördern, mit aufladbaren Schäden. Das ist neu. Neue Karte Zombopolis. Neue Charaktere Giftzitronen und Frühstück Brains. 1200 neue Anpassungsgegenstände. WTF! Anpassung der Spielcharakter-Balance und Gameplay-Verbesserungen. Okay, das hört sich auf alle Fälle schon mal sehr interessant an. Eine neue Karte namens Zombopolis. Da werden wir doch gleich mal reingucken. Vorher schauen wir, wir haben eine epische Quest. 500 Abschüsse mit der Primärwaffe eines beliebigen Eiszombies. Okay, Gatzackbomben muss ich noch ein paar abschließen. Wir gucken einfach mal. Wir erstellen uns einfach mal schnell eine Einzelspieler-Map. Ich brauche ja eh noch Gartenzwergbomben. Und dann schauen wir mal Zombopolis. Quasienta, Sengipfen, Knocheninsel, St. Zahn, Kolosseum, Lunar. Keine Zombopolis? Hier ist auf alle Fälle schon mal kein Zombopolis. Ist hier ein Zombopolis? Multiplayer-Spiel erstellen? Zufällig Sengipfel. Nein. Hier gibt es auch keinen Zombopolis. Was zur Hölle wollt ihr uns dann damit sagen? Da steht eindeutig neue Karte Zombopolis. Wisst ihr was? Ich google das einfach mal ganz kurz. Und zwar schreiben die hier www.pvz.gw2.com /de unterstrich de. Ich habe gesagt unterstrich. De slash news slash trouble in Tombopolis de. Und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt. Nein, ihr könnt das nicht sehen. Hab keine Bildschirmaufnahme an. Hallo alle zusammen. Es ist kaum zu glauben, dass der Sommer schon vor der Tür steht. Seit der Veröffentlichung unseres ersten kostenlosen Inhaltsupdates, dem Graveyard Verity Pack im März, haben wir hart gearbeitet. Ich bin stolz darauf, heute endlich das nächste Kapitel im Kampf um das Verderben anzukündigen. Zoff in Zombopolis Teil 1. Das nächste kostenlose Inhaltsupdate ist diesen Sommer für alle Spieler erhältlich. Zoff in Zombopolis Teil 1 bietet einige neue und unglaubliche Spielinhalte, einschließlich der größten Zombie-Stadt, die wir je erschaffen haben, Zombopolis. Auf den Straßen von Zombopolis planen Dr. Zombos und die Zombies den Bau eines Mega-Zombots, der das Überleben der Pflanzheit gefährden könnte, wenn er vollständig aufgeladen wird. Wir stellen euch zwei neue verrückte Charaktere vor: Giftzitronen und Frühstück Brains. Giftzitronen muss aus dem Schatten der Giftigkeit hervortreten, um die Pflanzen von Dr. Zombos zu retten. Doch bevor er das tut, musst du den wachsamen Kreuzritter mit Speckmantel bezwingen. Frühstück Brains. Das ist noch nicht alles. Wir fügen außerdem mehr als 1200 verrückte neue Anpassungsgegenstände hinzu, damit ihr eure Pflanzen und Zombies so ausstatten könnt, wie ihr es möchtet. Wie ihr sehen werdet, ist auch die Bootballerei zurück im Hinterhofkampfplatz, komplett mit Ranglisten. Zu guter Letzt haben wir zahlreiche Charaktere gebalanced und das Gameplay verbessert. Details dazu könnt ihr unten lesen. Okay, neue Features. Neue Kra Karte für Krautangriff und Hauptstadt der Zombies hinzugefügt. Jetzt im brandneuen Mini-Boss-Kampf. Krautangriff und Hauptstadt der Zombies hinzugefügt. Zombopolis. Zwei neue Charaktere, zahlreiche Updates, Feinabstimmungen, einschließlich Schadenserhöhung für Sonnenblume, Schadensreduzierung für Electro-Brains und mehr. Verrücktes Zombopolis-Pack, verbesserte Ranglisten-Update für Bootsballerei, legendärer Hintergrund zu legendären Gegenständen im Anpassungsmenü hinzugefügt. Das ist gut. Gegenstandsseltenheit zu den Rändern im Stickerheft hinzugefügt. Story-Aufträge tauchen nicht mehr im Questlog des Spielers auf, wenn alle Story-Aufträge erledigt worden sind. Oh, deswegen habe ich plötzlich mehr Platz gehabt. Das ist gut.
Nachladeeffekt für einige Partycharaktere hinzugefügt. KI rennt jetzt durch, um die Flagge zu verteidigen, wenn sie im Flagge der Machtmodus von Feinden erobert wird. Oh, das ist gut, dann kann man auch mal rausgehen und notfalls wechseln. Wellennummer wird zwischen Wellen im HUD angezeigt. Legendäre Charaktere erhalten ein wenig Gesundheit zurück, wenn sie ihren legendären Modus bei niedriger Gesundheit aktivieren. Es gibt legendäre Charaktere mit einem legendären Modus. What? Tastaturkürzel für Drohnen-Selbstzerstörung auf PC hinzugefügt. Aquacenter-Aufträge zur Auftragstafel hinzugefügt. Wichtige Stabilitätsverbesserung. Problem behoben, Problem behoben, Problem behoben. Stabilität, Latenz, seltenes Problem, 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 Problem. Bugfix, Bugfix und so weiter und so fort. Ja, gut. Aber was ist denn dann der Krautangriff? Warte mal. Ich laber den da mal an. Der hat da schon ein Ding. Willkommen zurück. Ich finde, du bist wirklich beeindruckend, ganz ehrlich. Dankeschön. Da habe ich alles schon. Und ich will das nicht auf stärker machen. Ne, abgeliefert ab. Was? Abgeliefert Abzeichen? Was ist denn das abgeliefert Abzeichen? Da habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass es da was Neues gibt. Okay. Ich schaue mal kurz hier runter. Ja, das abgeliefert Abzeichen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hat sich hier irgendwas getan? Nö, hat sich nicht. Okay. Ja, gut. Krautangriff. Sollte ich das vielleicht auch noch kurz googeln, was mit Krautangriff gemeint ist? Ich meine, ich könnte das kurz machen. Warte, ich google das mal ganz kurz. PVZGW2 Krautangriff. Nö. Keine Ahnung. Ich bin überfragt. Da bin ich ein bisschen doof, was sowas anbelangt. Was ist denn mit Krautangriff gemeint? Es gibt aber keine. Es gibt doch keine Sache, die Krautangriff heißt. Ich bin verwirrt. Merkt man ein bisschen, ne? Hier gibt es aber auch kein Zombopullig. Komisch. Da haben wir ein Update und ich habe keinen blassen Schimmer, was ist es? Na gut, dann schauen wir mal, ob wir die Pflanzen austesten können. Oder die Pflanze auch nicht. Okay. Nehme ich mal schnell irgendeine, die ohnehin. Oh, die steht kurz vor Level 10. Die ohnehin ein bisschen gelevelt werden muss, weil mit der bin ich dann ein bisschen schneller unterwegs mit einer Dingsi. Hier hat sie aber auch nichts getan. Ja, schade. Ich hätte mir die Karte halt ganz gerne angeguckt, nicht wahr? Aber die Sonnenblume jetzt mehr Schaden macht, das ist natürlich schon ziemlich cool. Hat sich hier unten irgendwas getan? Ich bin halt gerade so dezent verwirrt, ne, was die uns damit sagen wollen. Ja, gut, das da hinten ist der Fisch. Den kann man sowieso ständig anquatschen. Der hat wahrscheinlich auch nur das Ausrufezeichen um, damit ich ihn anquatschen kann. Ja. Damit ich das nicht übersehe, dass der da ist. Er hat sowieso immer ein Ausrufezeichen. Er sagt nur so: Heiliger Bimbam, du hast ja ein S-Rang erreicht. Du musst gefeiert werden, was? Oh! Es waren alle Wünsche, die ich hatte. Aber wenn du einen neuen Highscore erreichst, aktualisiere ich die Punktetabellen. Oh, ich habe noch tonnenweise Konfetti. Oh, wie geil! Das ist super. Oh mein Gott, das ist richtig nice. Cool. Ja, gut. Damit haben wir jede Menge Münzen, die wir ausgeben können. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe halt immer noch das Problem, dass ich keine Ahnung habe, was das jetzt zu bedeuten hat, dass wir hier jetzt eine neue Karte haben. Na gut, wir können uns das mit der Schießerei mal angucken. Ist ja hinten beim Hafen, wo wir in eine Kaktee verwandelt werden.
Und wir könnten ihn eventuell noch kurz aufleveln. Komm, das machen wir. Wir machen das jetzt so. Ich werde ihn jetzt kurz aufleveln. Das machen wir, indem wir eine Flagge starten. Und sobald wir aufgelevelt sind, auf Level 10, gehen wir raus. Und dann gucken wir uns weiter um. Wobei, ich könnte es eigentlich auch umgekehrt machen, ne? Ich könnte auch genauso einfach diese Abschießgedöns-Dings machen. Aber egal, das passt schon so. Guck mal, die stinken. Ja, ich will eigentlich nur kurz schnell Level 10 erreichen. Mehr will ich nicht. Was natürlich hier in dem Modus nicht so einfach geht, weil wir hier ja viel, viel weniger XP bekommen. Aber das ist kein Problem. Das kriegen wir trotzdem hin. Da hätte ich noch ein paar der anderen Pflanzenmissionen mitnehmen können, ne? Mal gucken, ob da noch irgendeine gewesen wäre. Na egal, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät dafür. Hätte man nämlich vielleicht noch irgendeine gehabt. Das wären auch nur Sterne gewesen, von daher. Einfach schön brav hier alles töten und hoffen, dass wir ganz, ganz bald Level 10 erreichen. Und dann können wir kaufen, shoppen. Ne, wir bekommen halt nochmal 20.000 Münzen dazu. Und dann haben wir wirklich viel, was wir heute ausgeben können. Ja, und hier alles schießen. Alles töten. Brandmäntel besiegt. Ein bisschen Gold gibt es auch. Wunderbar. NPCs können immer noch kein Gold aufnehmen. Sehr gut. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass dann die Zombie-Piraten am Ende sind. Dass da immer so eine Bombe geschossen wird, das ist halt schon fast ein bisschen gemein. Komm, wir bringen mir hier noch einen Topf Pflanzen an. Komm, wir machen einfach nur solche. Ich stelle mir das richtig witzig vor, wenn wir nur solche Pflanzen hier haben. Ja. Hi. Hi. Dann werden die hier voll weggebrutzelt. Muhaha. Oh, eine Nachschubkiste. Wäre halt schön, wenn man das sehen würde, wie viele verbündete Pflanzen man durch die Nachschubkisten gerade für sich kämpfen hat. Und da irgendwo eine kleine Anzeige hätte oder so. Das wäre schon nice. Ich so ein bisschen die Befürchtung, dass die eine schon gar nicht mehr lebt. Die eine Rosie. Die Eis-Rosie. Ich glaube, die hat schon gerippt. Ja gut, passiert. Kommt vor. Shit happens. Kann da nicht noch irgendwo Münzen? Hm, sind die schon wieder despawned? Die spawnen jetzt schneller. Aber das dauert ewig hier, bis wir Level 10 werden, ne? Egal, das kriegen wir hin. So. Und die paar Münzen, die fallen lassen, wenn ich die da irgendwo liegen lasse, das ist mir jetzt auch egal. Alle nur da hinten raus? Okay. Können wir auch von der Weite wegstüppern? Ja, das sind ein paar Münzen, ist wurscht. Das ist nicht viel. Das kann man schon mal liegen lassen. Geht's hier gerade nur um die XP? Wenn es am Ende 1000 Münzen sind, was sind schon 1000 Münzen? Jetzt mal ganz ehrlich. Bam! Oh, hi! Oh, da ist eine. Ach komm, wir rennen schnell hinter und holen uns die. Ich dachte, die KI rennt rein. Ah ja. Alles klar. Die KI ist reingerannt. Dann passt es ja. Oh, guck mal, hier liegt sogar ein Diamant. Das sind 62 Münzen. Das ist nix. Das lohnt sich gar nicht, da dafür vorzurennen. Wir bleiben einfach hier. Und wir sind fast Level 10. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, die hier geben ein bisschen mehr. Also scheinbar geben hier Diamanten auch nicht so viel, weil Diamanten geben ja normalerweise viel, viel mehr Münzen. Also ist das ja wirklich total abgeschwächt hier. Auch die Münzen geben weniger. Das ist ja voll doof. Bin ich jetzt eigentlich schon Level 10? Ja, ich bin schon Level 10, ne? Ja, wunderbar, dann kann ich ja jetzt rausgehen. Das schaffen die Pflanzen da alleine. Mal gucken, wie lange die KI durchhält. Lange wird es nicht sein. Ja, so viel zum Thema. Vielleicht sind die aber auch schon down. Das kann auch sein. Da ist sie! Erbsen! Beförderung! Gift Erbse!
Ja, bitte, befördern. Zu Elite. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt gucken wir uns das noch ganz kurz einmal mit dem Schießstand an. Bin da halt voll schlecht da drin, aber egal. Elite. Und wenn wir das haben, dann gehen wir kaufen. Shoppen! Ja, die Folge kommt leider ein bisschen spät, weil ich habe Probleme momentan, was den Upload anbelangt. Deswegen, ich werde das jetzt mit der Folge mal probieren mit einem anderen Browser, weil es liegt scheinbar an Chrome. Dass ich dann momentan, wenn ich hochlade, so einen üblen Ping bekomme. Normalerweise liegt der Ping halt dann irgendwo bei 300, Maximum 400. Da kann ich dann halt auch dieses Spiel zum Beispiel ganz normal spielen, nur halt nicht im Multiplayer. Momentan liegt er aber bei jenseits der 1000. Das Auto kaputt gemacht. Da ist er. Den da wollte ich haben. Mit dem wollte ich reden. Hallo. Hat auch keine Kaktee oder was? Noch mehr Zwerge. Jetzt sind blau und gold. Ich glaube, die goldenen sind doppelt wert. Die blauen frieren die Zeit ein. Vielleicht schaffst du es nach ganz oben auf die Bestenliste. Los geht's. Das ist doch eine Kaktee. Na also. Treffen müsste man halt, ne? Finde ich witzig, dass das die Zeit einfriert. Da oben sind auch welche. Oh. Der bewegt sich gar nicht. Muss ich nachladen. Oh, da war ein Doppelter. Bin halt echt nicht gut da drin. Ich den Doppelten bekommen? Keine Ahnung. Na, nachladen. Da ist die Doppelte. Wo sind noch welche? Ja, verdammt. Da ist schon Eistypi. Da ist ein Doppelter. Kriege ich eigentlich auch eine Belohnung dafür? Keine Ahnung, ob man eine Belohnung für kriegt. Oh, den habe ich getroffen. Habe ich auch getroffen. Da ist die Doppelte. Abgeschlossen. 28 Ziele. Neuer Highscore. Krieg ich was für? Nein. Nun gibt nur eine Bestenliste. Wow. Okay. Nach Hause warpen. Ne. Ich bug's wieder. So, jetzt nach Hause warpeln. Okay, dann werden wir uns jetzt in den Shopping-Bahn stürzen. Mit 61.000 Münzen. Und hier gibt es ein verrücktes Zombopolis-Pack. Komm, wir kaufen uns eines. Eins geht schon mal. Okay. Ach, das ist für einen legendären Charakter. Hört ihr die Musik? Cool, wir haben was für einen legendären Charakter bekommen. Das ist ja geil. Einen Heilzombie. Das ist eine Einmalhilfe, einen Nasenlöffel, einen Unlösbar. Das ist wahrscheinlich eine Brille oder so. Und eine Zahnspange. Da steht jetzt, vorher stand aber unten noch Accessoire oder so. Das steht jetzt diesmal nicht da. Okay, ja, schade, dass wir nicht nochmal so eins aufmachen könnten. Vielleicht hätten wir ja wieder was Episches drin. Was Legendäres, besser gesagt. Okay, ein All-Star-Teil. Was Organisches. Eine Einmalhilfe. Ein Waffendesign. Was Organisches. Eine Einmalhilfe. Da steht's dabei. Scheinbar nur bei dem Pack nicht. Okay. Dann machen wir noch kurz ein paar solche auf, damit wir noch ein paar einzelne Pflanzen bekommen. Damit uns die nicht ausgehen. Können wir noch eins aufmachen. Ja, cool. Dann haben wir was Episches bekommen. Was Legendäres bekommen. Nice! Ja, und das haben sie ja jetzt gesagt. Das hätten sie ja jetzt geändert, dass man das jetzt sieht, wenn man was Legendäres in der Anpassung verwendet. Das können wir gleich mal ausprobieren. Das ist normal. Ist es dann dieser Schleier hier? Ah ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist dieser Schleier hier bedeutet wahrscheinlich, dass das ein legendärer Gegenstand ist. Vermute ich mal. Oder ist es nur bei den Charakteren? Keine Ahnung. Naja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich würde aber sagen, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute. Sagt Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss!
Bis zum nächsten Mal.